Konnichiwa, Ninjas da draußen. Heute wieder zu einer Folge Repoli zusammen mit Fresh Fries. Hallo. Der schändlicherweise immer noch mit meinem Namen rumläuft. Und du wieder mit meinem, ne? Wieso kann ich keine Fasern einsammeln? Keine Ahnung. Aber ich kann die Waffe wechseln. Das ist schon mal okay. Etwas. Nur nichts mehr vom Boden einsammeln. Neuer Bug, Freunde. Geil. Wir finden allen jeden Bug. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Gefühlt treffe ich auch keinen Gegner mehr. Du darfst noch nicht abholzen, ne? Weil ich habe Dings, die Kupferhacke dabei. Ja. Willst du vorher nochmal testen? Erst mit der Stein? Na, hier bringt 2 bis 4 und Stein war weniger auf jeden Fall. Ja, das... Hä? Bist du fertig mit dem Stein? Ja. Ich sehe den aber hier noch. Guck mal rein. Ich hau in die Luft. Okay. Die restlichen hatte ich, glaube ich, vorhin schon gemacht. Nur die beiden hatte ich übersehen. Oh, hier ist noch ein Gegner. Hier sind 2. Oh, einer läuft mir schon hinterher. Oh, fuck, ich bin fast da. Okay, kurz geheilt. Ist kein Kupfer mehr da. Gucken, ob hier noch ein Gunner ist. Nee, kein Kupfer. Ja, das andere hatte ich vorhin schon geholt. Das war das Problem. Schade. Wir müssen also entweder neue Höhlen finden. Oder weiß ich auch nicht. Ja, dann müssen wir fast mal ein bisschen auf die Suche gehen. Ja. Oder versuchen wir gleich irgendwie einzurücken. Ich versuche auch den ersten Versuch starten, so mehr oder weniger. Ne? Okay, Bäume kann ich noch schlagen. Alles, was wichtig ist, wegpacken so. Also die Kupfer hacken und so? Ja, genau, die Kupfersachen wegpacken und dann mal einen Angriff starten. Könnte man mal vorbeigucken, mal Hallo sagen. Hab ich jetzt. Alter, wie viele Bäume hier wieder stehen. Ich habe jetzt die Kupferbarren da reingepackt zur Verarbeitung. So, ja, fast. Könnte man auch machen, ne? Pack mal in die ganz linke Kiste das Zeug, oder? Das Kupferzeug. Ja. Kupferbarren... Ja, das war's dann eigentlich. Alter, was machen wir mit den ganzen Äste eigentlich? Die können wir nur im Lagerfeuer verheizen, oder? Weiß gar nicht, was man damit machen kann. Herstellung. Pfeile! Ach, nur Pfeile. Oder? Pfeile konnte man damit machen, ne? Ja gut, vielleicht geht's als Brennstoff in der... 5 Äste, 5 Steine. Im Übrigen, ich bräuchte Pfeile. Ja, ich auch. Deswegen, ach, ich habe meine Pfeile hier reingepackt. Ich können wir ein paar Äste mitnehmen. Wo waren denn Äste nochmal? Hier. Ja, Stein haben wir eigentlich auch. Sag mal, ich mir ein paar Pfeile. Hast du eben im Inventar noch? Stein? Hatte ich, ja. Herstellung. Pfeile. Alles. Ich kann nur 11 Pfeile herstellen, finde ich aber lächerlich. Ja gut, was? 5 Äste, 5 Stein. Hatte 40. So. Bandagen habe ich eigentlich mehr wie genug. Wobei, da kommen immer pro Ding kommen 5 raus. Ich habe also gleich 200 Pfeile dabei. Läuft bei dir. So, die Seile könnte ich noch wegpacken. Den Hammer, die Fackel nehme ich mit. Die Holzbretter können raus. Was zum Essen könnte ich noch mitnehmen. Ja. Ich nehme hast du Bandagen dabei? Ja, habe ich dabei. Also ich habe mir 50 Äpfel mitgenommen. Hast du noch was vor? Ja, auf jeden Fall. Wir können, zwecks meiner, können wir los. Bin schon da. So, ich wappne mich mal mit Pfeil und Bogen. Der erste Angriff aufs Dorf, Freunde. Ja, der wird schon funktionieren, würde ich sagen. Oh, hier sind noch Tomaten. Ist ja jetzt nicht der Fuchs ist hier weggerannt. Also hier ist schon ein bisschen was los. Ey, der schießt auch schon auf mich. Ja, da oben, ne? Oh, ich hab getroffen. Ich auch. Wer ist da? Ja gut, der nächste. Ups, den habe ich verzogen. So niedrig. Geht's los? Ah, der ist auch da. Wo schießt du gerade drauf? Ich wechsle mal kurz die Waffe. Ja, gute Idee.
So, Oh, die 4. Wache schießt schon auf mich. Ja. Perfekt. So, noch mal kurz hin und her wechseln. Wie viele Pfeile muss man in die reinballern? Ich weiß es nicht. Jetzt treffe ich nicht mehr, oder? Obwohl der Pfeil immer in dieselbe Position einschlägt, gefühlt. Ich glaube, wir müssen hinrennen und den kaputt schlagen oder so. Oh, das ging schnell. Der hatte nicht mehr viel, ne? Vielen Dank für deine Pfeile, Kollege. Der ist despawned direkt. Ja. Muss mich heilen. Pass auf, dass du nicht down gehst noch. Oh, der geht auf mich. Nimm dir die Pfeile. Hab ich. Oh, da steht so eine ganze Gruppe, aber die haben keine Rüstung. Ich glaube, wenn die keine Rüstung haben, sind die einfach. Ja, auf jeden Ja. Fall. Ist da noch ein Bogenschütze anbei? Nee, Bogenschützen haben wir alle. Ja, die kann man so machen. Die anderen hätten wir auch so machen können. Aber hat länger gedauert. Ja, die müssten wir halt irgendwie an der ungepanzerten Stelle treffen. Hier ist noch so ein gepanzerter. Ah. Fuck. Kommt doch direkt. Du, pass auf, der geht auf dich. Danke. Ich hau immer eine Dreier-Schlag-Kombo Der raus. ist da. Puh. War knapp. Ah, da ist noch Ja. einer am Lagerfeuer. Oder, nee, am Dings hier. Ja, den habe ich schon zwei oder dreimal angeschossen. Dann kann man Dann uns zieh noch da. einer. Ich hole mir schon mal die Pfeile hier. Nee. Nicht, dass die guten Pfeile hier verkommen. Ah, hier kommt noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Ah, der geht auf dich. Ey, ich kann ihn nicht schlagen. Pass auf, dass du helfst, ne? Der hat Ja, mich ja. geschlagen. Oh fuck, der hat mich erwischt. Fuck, Alter, direkt geheilt. Nice. Jetzt war es das aber, glaube ich. Gut. Einhauen. Axt raus und go. Ah, ich habe nur eine Spitzhacke. Ah, ärgerlich. Warte, ich hau bei dir mit. Da müssen wir nicht. Wir brauchen ja gar nicht alle. Randolph gerettet. Und Raphael gerettet. Sie wollen, dass ich für sie tanze. So, zurück zu Grindun. Es ging jetzt mal wieder flott. Also man muss sich irgendwo, wo eine Taste, also die Bandagen relativ gut legen. Na, dass man direkt zack, zack, zack Ja, durchballern kann. das, da fehlt ja dann gar nichts. Also ich kann echt nichts vom Boden gerade aufheben. Also ich muss dann nochmal dem Server neu beitreten nach der Runde. Also wir hatten heute noch keine Folge aufgenommen ohne, ne? Ohne Wii Join. Ja. So, Einer was will Grin nun muss denn dann. diesmal? Das letzte Gespräch. Oh oh. Die Dorfbewohner sind frei. Gut gemacht. Meine Energie neigt sich dem Ende, also muss ich mich ein wenig ausruhen. Es gibt noch drei weitere Schreine und weitere Dorfbewohner, die du retten musst. Sei vorsichtig. Gorodka hat noch mehr Goblins entsandt, die dich aufhalten sollen. Wir treffen uns wieder, wenn du diese Aufgabe erledigt hast. Ja, wo sind die drei weiteren Schreine? Oh, Also ja. einer wird wahrscheinlich bei den fünf Dorfbewohnern sein. Irgendwo in der Nähe, ja, Die glaube wir da ich ganz am auch. Anfang hatten. Glaube ich auch. Es sind noch fünf, dann hätten wir insgesamt. Nee, wir hätten noch drei Schreine. Drei Hammer. Also haben wir alle, höchstwahrscheinlich alle 60 Grad ein Schrein. Also müssen wir einfach ringsherum um den Baum immer laufen, kann das Ja, sein? genau, schätze ich jetzt mal stark. Also jetzt Richtung Norden quasi. Ich würd jetzt fast empfehlen, wir würden sagen, ey, das ist jetzt unsere Basis hier. Das ist unsere feste Ding, da gehen wir immer wieder zurück und. Oder? Weiß ich nicht, ob wir hier mal wieder hinkommen. Ich würde halt schon fast sagen, dass wir das irgendwie so machen.
Ich würde fast sagen, wir nehmen das Kupferzeug mit und den Rest kriegt man eh immer neu. Ja gut, ein bisschen Essen packen wir uns noch ein. Ja, ein bisschen Essen. Äste Wollte das brauche Essen ich nicht. jetzt da reinziehen und nicht rausziehen. Das ganze Holz nehme ich mit. Nein, das ist immer viel Arbeit zu looten, das stimmt. Fasern brauchen. Ja, komm. Kupfer nehme ich mit. Nimm deine Kupferachse wieder mit, ja. Habe ich schon. Den Hammer nehme ich mit. Die Holzbretter nehme ich mit. Ein paar Fasernehmer mit. Man nicht ganz so viel machen müssen. Noch irgendwas. Die Samen nehme ich noch mit. Die Ich Karotte, nehme die die Kartoffeln Kartoffel. mit, weil Kartoffeln habe ich noch nie irgendwo gesehen. Ah, du hast Kartoffeln mitgenommen. Habe ich alles schon im Inventar. So, dann nehme ich gleich das Kupfer mit, sobald das fertig ist. Ja, und das Holz bitte auch noch. Ja, was da drin ist. Halt nicht, ne? Ja, genau. Aber es Kupfer ist geht, gleich also wenn durch. man schön verteilt, dann geht es definitiv schneller hier. Ja. Was ich mir gerade so denke. Ja. Ah, die Werkbank und so einfach mitnehmen. Mit dem Hammer kaputt machen, ne? Voll die gute Idee. Ja. Weil du keinen Platz mehr im Inventar hast, ne? Gib her. Soll ich die Kisten auch mitnehmen? Aber dann. Ja, zwei oder so. Warte mal. Kannst du die jetzt wieder aufstellen und das Zeug ist wieder drin, oder was? Würde ich gern wissen. Nee, ist weg. Okay. Das wäre krass. Das wäre wirklich krass. Aber hier ist ja nichts mehr drin, was man noch braucht. Also an sich kannst du die Kisten alle platt machen. Wenn du keinen Alter. Platz im Inventar hast, gib mir, dann kann ich die auch mitnehmen. So. Wo Ja. steht das Bett rum? Hier. So, dann haben wir alle dabei. Ich würde fast vorschlagen, wir gehen Richtung Norden. Weil. Oder hier unten am See entlang. Eins Ich von beiden. wär erst noch mal einen Baum hoch. Zum Baum hoch, da die Lage checken. Meinst du, von da sieht man was oder was? Ja, dass man grob besser die Richtungen abschätzen kann. Bandagen dürfte ich mir wieder reinpacken. So. Und was zum Essen. Oh, ich habe auch erstmal Äpfel gefressen auf dem Weg. Äpfel sind halt so barbarst viele. Pack den Scheiß doch weg. So, also erstmal zum Baum. Ja, ich würde sagen, erstmal zum Baum, dann kann man die Lage checken, wo wir genau hin wollen. Und ja. Wir haben dann eigentlich viel von der Basis schon wieder beisammen, würde ich sagen. Man dann Eigentlich eigentlich. ja fast alles außer ein Haus drumherum. Ja, genau. Hier habe ich gerade Kartoffeln aufgehoben. Die liegen manchmal auf dem Boden scheinbar dabei oder so. Ach so, dass die einfach. Wenn man so Mais aufhebt oder so und nochmal E drückt, dann hat man manchmal das Pech oder Glück, dass man Kartoffeln aufsammelt. Scheinbar. Vielleicht, letztens habe ich mal gemeint, ich hätte einen Pilz eingesammelt. Vielleicht ist das ja der Dingens. Probieren wir gerade hier so einen Hirsch zu erlegen. Zwecks Ja, Leder. perfekt. Ja, ich wollte mal gucken. Was hat der gedroppt? Rohes Fleisch. Tierhaut. Und aus Tierhaut kann man Leder machen. Garantiert. Nice. Die eine Tomate konnte ich jetzt komischerweise einsammeln. Aber nur eine Tierhaut hat er gedroppt, ey. Das ist. Ja, das wäre halt barbarst, jetzt da wirklich auf Leder zu gehen. Wobei, hier ist noch ein Hirsch. Jetzt Echt sind hier jetzt? hoch, alter Schädel. Mal Was probieren ist kann. das für ein Material? Einfach nur Stein, oder? Ja, okay. Sieht doch aus wie Stein, dann wird Stein sein. Ah, ich wusste jetzt nicht genau. Also im Prinzip müssen wir jetzt zu jedem Schrein gehen, dort versuchen wieder alles aufzubauen und. Dann Zelte wieder abreißen, sobald wir Dorfbewohner gerettet haben und schauen. Neben dir ist übrigens ein Gegner, aber der Nein. greift dich, glaube ich, nicht an. Nö. Ja, der Gegner weiß, was für ein krasser Ficker ich bin. Deswegen greift er mich nicht an. Wie, meldet wie. Ja, in Gottes Namen. Ich meine ja auch in-game. Nicht Ja, unbedingt einfach hier so. vorbei, dann bist du doch um. Ha? Das hier der So. Baum? Ja, ne? Ich konnte drei Tomaten pflücken.
Also einer ist So. in die Richtung, einer ist Richtung, warte, ich gucke mal genau. Richtung 210, 208 oder so. So, einer ist Richtung 285, also 75 Grad mehr. Und einer ist Richtung, ich sehe den wieder nicht, doch hier. Oder so Nordosten halt. Also wie wir merken, es macht gar keinen Sinn. Ne, nicht wirklich. Es hat einfach kein Muster. Hätte ja sein können, in Gottes Namen. Wo Jetzt die lauft man dann Frage, hin? sieht man von hier irgendwie vielleicht was? Das eine war ja da hinten. Da kommen wir nicht her, oder? Woher kommen wir gerade? Ah, mich greift einer an. Ich denke, Alter. Ich denke, Ja, ich denke, was Alter! machst du da, MG? Und dann ist es so ein hässlicher. Danke. Ein Goblin oder so, ey. Dann ist das so ein hässlicher. Hat sich ganz schön verändert, MG, dachte ich erst. Ich würde fast sagen, dass Richtung, ja, Südwesten einer ist. So grob. Südwesten, wo ist denn Südwesten? Da war ja fast einer schon. Ist doch direkt daneben, Südwesten. Meinst du echt so krass daneben? Ich würde eher. So 240, zwischen 240 und 255 anpeilen. Ja, okay, dann gehen wir die Richtung. Und das ist ungefähr in der Mitte von den anderen beiden. Aber mal gucken, ob wir wieder so viel Glück haben. Hier runterzukommen, meinst Nee, du? einen Schrein zu finden. Hier kann man bequem laufen gerade. Ja, da fehlt mal gar nichts. Hier war ja auch der zweite Schrein da hinten irgendwo. Ja, Also genau. nicht auf 240, sondern eher so. Ja, 150 die Richtung. An sich müssen wir eigentlich ja nur Dörfer finden. Und in der Nähe von Dörfern wird da irgendwo ein Schrein sein, meistens. So die Vermutung. Also müsste hinter dem einen Dorf, wo die fünf Leute drin standen, müsste eigentlich in der Nähe ein Schrein sein. So die Logik. Dass wir den aber noch nicht gefunden haben, wundert mich. Mich auch. So, ich gehe gerade an der Küste entlang. Der hinten ist schon beleuchtet. Oh, wir müssen fast. Und allzu weit dürften die eigentlich auch nicht weg sein. Bist du hinter mir oder wo bist Ja, du ich bin gerade? hinter dir. Ich überleg fast durchzuschwimmen, einfach easy. So, kann man eigentlich. Wow, drück mal Alt. Was passiert Also mit Alt? schwimmst du? Bist du am Schwimmen oder? Ich bin am Schwimmen, ja. Ach so, wenn du vom Schwimmen heraus bist, musst du mal Alt drücken. Hier sind Gegner en masse. Und Nee. nebenbei trinke ich fleißig Wasser. Läuft bei dir. Aber beim Schwimmen ist man halt so scheiß langsam. Ich glaube in der Tat, dadurch, dass ich nicht ganz rumlaufen muss, sondern einfach gleich direkt da bin, so kommt auf eins raus. So, aber Leute, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt uns was in die Kommentare, schaut auch beim guten Fresh Files vorbei, der natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt ist und auch seine Sicht hochlädt. Hier sind noch ein paar Videos für euch. Wir sagen ciao und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.